Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute ein Thema, vielleicht mit ein bisschen kontrovers, das Thema, warum Frauen die krassen Männer krassen. Und das ist ein Titel, den ich eigentlich ganz witzig finde, weil ich persönlich bin einfach der Meinung, dass eine Frau von der Natur her einfach schon sehr viel tragen muss, sehr viel leisten muss. Und ich denke jetzt mal, wenn ihr religiös denkt, dann könnt ihr sagen, vom lieben Gott einen größeren Auftrag haben oder vom Universum einen größeren Auftrag haben, weil eine Frau bringt die Ruhe rein, eine Frau bringt die Emotion rein, eine Frau ist für Leben zuständig, eine Frau ist für Nurturing, für das Aufziehen zuständig. Und das liegt in der Natur der Frau aus meiner Sicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es gibt Frauen, die das vielleicht nicht leben aus verschiedenen Gründen. Ist auch alles richtig. Ich sage so mal die breite Masse. Grundsätzlich ist es aus meiner Sicht der Fall, dass eine Frau auf jeden Fall größere Verantwortung, mehr Arbeit schon hat. Alleine deswegen, weil sie eine Frau ist. Und da geht es jetzt natürlich darum, Männer haben heutzutage ein bisschen Schwierigkeiten, ihren Platz zu finden in der Gesellschaft. Männer haben die Herausforderung zu verstehen, hey, was ist eigentlich meine Aufgabe, was zeichnet mich als Mann auf, was ist mein Beitrag zur Gesellschaft, was ist mein Beitrag in der Beziehung, was kann ich eigentlich leisten, wo muss ich ansetzen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, und da geht es nicht darum, um klassische Rollen, sondern es geht wirklich darum, dass ich mit euch jetzt mal teile meinen persönlichen Weg, meine Herausforderungen und zu welchen Schlüssen ich gekommen bin und wo ich glaube, dass das eine oder andere euch vielleicht helfen kann. Und ich denke einfach, ein Mann, der muss, das ist so dieser Hero's Journey, ein Mann muss seine Aufgabe finden, ein Mann muss seine Aufgabe suchen und ein Mann muss in dieser Welt seine Aufgabe finden. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder Mann, damit er glücklich ist, also mir geht es ja darum, dass Männer glücklich sind, dass Männer in ihr Potenzial reinkommen, und ich bin überzeugt davon, dass jeder Mann einen Rucksack tragen muss und jeder Mann muss eine Last haben, die er zieht. Jeder Mann muss sozusagen für was kämpfen, für was einstehen, für was verantwortlich sein. Das kann zum Beispiel eine Familie sein, das kann eine Frau sein, das kann ein Unternehmen sein, das kann eine Non-Profit. Also da gibt es tausend Beispiele, wo ein Mann seiner Aufgabe gerecht werden kann, als Krieger, sage ich jetzt mal. Krieger im positiven Sinne, dass er eintritt für das Thema, was ihm wichtig ist. Und wenn er das gefunden hat, dann kann er auch in sein Potenzial reingehen. Ich denke auch, dass heutzutage das Thema Erwartungen ein sehr kontroverses Thema ist, und ich bin überzeugt, dass die Gesellschaft unbedingt Erwartungen an die Männer haben sollte. Also ich bin der Überzeugung, dass wir die Erwartung haben müssen an die Männer, dass sie rational sind. Wir sollten die Erwartung haben an die Männer, dass sie beschützen. Wir sollten die Erwartung haben an die Männer, dass sie vorangehen als Vorbild. Wir sollten die Erwartung haben an Männer, dass sie Versorger sind, dass sie versorgen in irgendeiner Art und Weise. Wir sollten die Erwartung haben an Männer, dass sie Werte leben, dass sie stark sind, dass sie in harten Zeiten glänzen und dass sie einfach ja die schwächeren Mitglieder der Gesellschaft natürlich auch mittragen. Und das ist auf jeden Fall eine Erwartung, ich glaube, die ein bisschen verloren gegangen ist, wo wir sagen zu jedem Junge oder zu jedem jungen Mann, hey, ist egal, was du machst, mach, was du möchtest, ist alles kein Problem. Und ich glaube, es ist falsch, weil ich glaube schon, dass starke Männer gebraucht sind, dass Männer gebraucht sind, die auch verstehen, dass sie eine wichtige Rolle haben. Und wenn wir das den Männern wieder zurückgeben, dann sind sie in ihrer Kraft, dann können sie vorangehen, dann können sie ihre Aufgabe auch wirklich effektiv wahrnehmen. Also mein Wunsch an alle Frauen da draußen, nehmt eurem Mann nicht alle Aufgaben ab, gebt ihm Aufgaben und respektiert auch, dass er einfach seinen Bereich hat. Er ist sozusagen der Löwe, er hat auch seinen Teil beizutragen, er muss einfach der Löwe sein, der er ist. Man muss die Männer heutzutage auch, man darf die Männer nicht von Löwen zu Katzen machen, sondern man muss verstehen, Männer sind Löwen und wir müssen einfach auch respektieren, dass ein Löwe vielleicht auch seine Höhle braucht. Wir müssen respektieren, dass ein Mann aber auch nach vorne gehen muss und dass er einfach auch seine Herausforderungen anders angeht jetzt wie eine Frau, dass man das einfach die Tugenden von einem Mann heutzutage einfach respektiert, anerkennt, auslebt, Freunde. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, euer Christian.